So. Das nervt mich gerade tierisch, aber... Ah, neues Einsatzziel. Geschütz angreifen. Okay, ein Stück. Einfach wieder zurück. Auf geht's. Ups. Auf meinen eigenen Marker geschossen. Boah. Erschossen. Fuck. Zack. Okay. So. Wer schießt da jetzt noch? Wo ist er? Ah, da. Und noch einer. Oh Mann, Leute. Zack, in die Nüsse. Oh fuck. Granata. Neues Einsatzziel. Es gab nur einen Weg, meine Geschütz Männer zu retten. Zerstören. Ich musste das Geschütz zerstören. Na komm schon. Zack. Da ist auch einer. So. Scheiße. Boah, Alter. Schwein. Da wird zu kaputt gehen. Das gibt's auch nicht. Na, brennen tut er ja schon. Die ist durchgefallen. Eine. Komm ich da irgendwie rein? Ach man, das gibt's doch nicht. Hier lag doch irgendwo eine. Eine Waffenkiste. Wo war sie denn? Da ist sie. Aber das kann ich wieder nicht aufnehmen. Ich verstehe es gar nicht.
Komm mal her hier. Ach. Denn nicht. Leck mich doch. Karika! Karika? Ja, irgendwie rein, ne? Mann, das gibt's auch nicht. Ja, hier komme ich nur wieder rein. Jetzt verlasse ich das Einsatzgebiet. Kehre zurück ins Kampfgebiet. Nee, nachladen wollte ich nicht. Boah, jetzt liegt sie wieder da unten. Verarschen kann ich mich alleine. Wieder da unten. Na, mal sehen. Alles klar. So einfach. Diese Explosion war für mich einer der schönsten Anblicke des ganzen Krieges. Neues Einsatzziel. Aber noch war es nicht vorbei. Deaktivieren. Denn da war dieses Flugabwehrgeschütz auf dem nächsten Bergrücken, das unsere Flieger abschoss. Das war mein nächstes Ziel. Okay. Na, wo ist er? Oh. Feindlicher Soldat. Oh, Entschuldigung. Auf meinen eigenen Macker. Na, wer schießt da noch? Ich musste zuerst die österreichische Besatzung des Geschützes ausschalten, um es selbst benutzen zu können. Hier lang.
Hey. Naja, danke. Ich tötete den letzten Mann, aber dann hörte ich etwas, das ich nie vergessen werde. Und das war? Sie visierten Matthäus Einheit unter mir an. Also tat ich das einzig Mögliche. Ich stand allein gegen ein Geschwader feindlicher Bomber. Musste sie alle vom Himmel holen. Na super, jetzt wird's. Wir hatten keine Verstärkung. Wären diese Männer gefallen, wäre unser Vormarsch zum Erliegen gekommen. Und ich hätte Matteo verloren. Boah, fuck. Komm schon. Nach den ersten Abschüssen nahmen sie mich natürlich aufs Korn. Aber ich musste Matteo beschützen. Also hielt ich die Stellung. Tja, das war nichts.